Team, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich wollte euch noch eben ein Video drehen zum Thema noch ein Haul, ja. Weil ich habe Post bekommen von DM und da sind ja verschiedene Sachen wie Payback-Punkte sammeln und wenn man dieses Produkt kauft, bekommt man Payback-Punkte und man bekommt dann zum Beispiel einen Gutschein über ein Produkt, wo man das etwas günstiger bekommt. Und das wollte ich einlösen heute. Ich war nämlich heute in der Stadt. Und ich zeige es euch einfach mal. Und ich brauche jetzt auch ein paar kleine Backups und so. Und deswegen habe ich gesagt, ich nutze schnell die Gelegenheit. Meine Mutter war auf ihrer Arbeitsstelle und ich bin dann schnell nach DM rein und habe dann ein bisschen noch was gekauft. Und da ja jetzt endlich die Sonne da ist, es ist schön warm und es macht gute Laune und brauchte ich einige erfrischende Sachen natürlich. Und ich zeige es euch einfach mal und dann schauen wir mal, wie das Ganze so ist. Also ich bin jetzt mittlerweile sehr, sehr stolz, dass ich gut meine Produkte aufbrauche. Ich bin, wie gesagt, ein sehr, sehr langsamer Aufbraucher. Ich brauche halt ja eben ein bisschen länger als andere. Ich mache nicht immer tausende von Produkte auf und muss die dann nacheinander schnell aufbrauchen. Ich mache eben erst eins auf und dann erstmal leer machen und dann immer so weiter, weil ja, warum auch nicht, ne? Genau, ich benutze ja auch regelmäßig diese Produkte, ne? So, wir fangen an. Und zwar, ich habe die jetzt noch in den Originalpaketen gelassen, weil sonst, ich mache die ja immer raus. Und zwar habe ich nochmal, ich weiß nicht, ob ich das gezeigt hatte, einmal die Meridol-Zahnpasta gekauft. Ich weiß es gar nicht, habe ich die euch gezeigt? Weil ich musste die noch besorgen für meine Mutter. Und ich hatte aber da schon vergessen, diesen Gutschein einzulösen. Und ich hatte das jetzt gefunden gehabt in meiner Tasche und da war nämlich chaotisch da drin. Und habe das dann für mich dann erst eingelöst. Und zwar ist das Meridol Zahnfleischschutz sanftes Weiß. Genau. Und das bekämpft die Ursache von Zahnfleischentzündungen und für natürlich weiße Zähne. Ja, die habe ich dann geholt. Dieser Gutschein war, habe ich jetzt noch hier, dieses Zettel. Das war, genau, 75 Cent Unterschied. Ne? Also ist, das ist ein normaler Preis, was ich euch zeige, minus die 75%. 75 Cent, nicht Prozent, und ja, also Meridol Zahnpasta, ne, weil ich habe jetzt die Originalgröße von Bio Repair, habe ich jetzt unten, und das ist jetzt halt mein Backup, ne, dann, ich weiß, ich habe noch einige Kerzen, in meinem Warschrank, aber ich konnte an die ehrlich nicht vorbei, und das passt auch sehr, sehr schön, auch jetzt zu der Jahreszeit, und ja, und zwar einmal von Profissimo Rosenduftglas. Mindestbrenndauer 32 Stunden. Ja, das wird wahrscheinlich noch länger sein, weil ich mache die ja nicht immer an, aber ich liebe diese Duftkerzen. Ich meine, ich hatte auch mal solche Duftgläser bei DM mal geholt. Ich habe aber Duftglas von Rossmann, habe ich eigentlich. Und noch diese schönen Deko-Duftgläser, also die so ein bisschen dekorativ aussehen. Und ja, das lege ich mir dann rein in meine Aufbewahrung, die ich auch habe. Ne? Ich finde das wirklich gut. Und Rosenduft ist auch wirklich sehr, sehr angenehm. Und sehr, sehr, sehr frisch. Ja, also ein Kerzenduftglas, ne? Kann man ja immer gut gebrauchen. Ne? Mittlerweile stehe ich jetzt echt so auf Kerzen, auf Romantik, auf Gemütlichkeit. Also wirklich gut.
Dann habe ich mir einmal Deos gekauft. Ich habe ja jetzt die letzte jetzt im Gebrauch. Ich glaube von, ich meine auch von CD oder von Dusch das. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt zwei Deos mal gekauft. Einmal, das ist jetzt eine neue Variante, die wollte ich austesten. Und zwar pure Frische mit blütensanftes Hautgefühl ohne Aluminium. Genau. Das wollte ich dann mal testen. Und da ich ja auch ein CD-Coupon habe, also ein Coupon von für CD-Produkten, habe ich mir dann noch dafür das CD-Deo gekauft mit Wasserlilie. Wenn ich diese Gutschein von CD benutze, dann bekomme ich Punkte. Genau. Deswegen habe ich da mal einen geholt. Ne? Und dann habe ich da ja auch, wie gesagt, der Sommer jetzt kommt und alles, muss ich ja mal wieder etwas Erfrischendes haben für die Füße. Dafür habe ich jetzt zwei Fußdeos geholt. Einmal von Balea Fuß und Schuh Deo Lovely. Auch mit ohne Aluminiumchlorat. So. Und dann mal von Alverde ein Fußspray mit Bio-Limette und Bio-Echinacea. Genau, für jede Haut. Ist neu rausgekommen. Ja. Und das wollte ich dann halt auch mal testen, ne? Kann man ja jetzt eigentlich als Backup zählen, weil ich hoffe, dass das Wetter auch schön bleibt. Und dann habe ich noch ein Coupon eingelöst für Punkte, wenn ich von Lavera ein Produkt kaufe, beziehungsweise ein spezielles Produkt. Und zwar Lavera 3 in 1, Reinigung, Peeling und Maske für unreine Haut. Ohne Mikroplastik, Peeling, Körper. Ja. Ist neu. Biominze, Kieselerde und Salicylsäure. Genau. Und mal gucken, ich mache mal ein bisschen was raus, um zu schauen, wie die Peeling-Körner sind. Ja, die sind sehr weich. Riecht sehr, sehr erfrischend. Ich denke mal auch durch die Minze. Ja. Und das habe ich mir dann halt geholt. Ne, man kann ja nie genug Punkte haben, nie genug von solchen Reinigungssachen. Ja, genau. Und daran konnte ich heute auch wirklich nicht vorbeigehen. Ja, das war's. Außer, ja, ich war noch bei Deichmann. Ich habe noch Arbeitsklocks gekauft, die sind aber jetzt schon in der Garage. Dann hatte ich noch ein Jeanshemd gekauft. Das ist aber jetzt noch in der Wäsche, weil wir das noch durchwaschen. Und ja, dann habe ich hier noch neue Hausschlappen in dieser Form. Ne, ich gucke aber, ob ich das preislich noch mit dazu nehme ins Video. Ja, und dann war ich noch bei Pieper, aber Pieper kommt erst irgendwann später als Haul-Video. Ne? Ja, genau. Ja, dann war ich noch bei Knüllermarkt. Da habe ich für meine Mutter schon ein Muttertagsgeschenk gekauft, weil ich nicht dazu komme auf Muttertag. Ja, ansonsten war es das. Ja, das war ein schnelles, kleines Haul-Video. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann irgendwann später nochmal in einem Video wieder. Ich muss mal gucken, wann ich das nächste Video drehen möchte, weil ich habe auch einiges in Planung. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und zum nächsten Mal.